Oh. Ich liebe Morast. Morast? Das ist Sand. Bleib mal bitte hinter mir, KI. Alex, bist du noch da? Jo, alles klar, pack's. Ui. Viel Spaß im Badezimmer. Seh dir das an! Oh Gott. Nicht aufgepasst, der ist vor mir. Jetzt ist er ein ganzes Stück hinter mir. Man kann auch bleiben. Das hier ist für die Rallye-Fans. Ich vermute, dass ich auch einen Erfolg kriege. Oh. Zum Glück bremst das Wasser mal ab. Das Rennen war jetzt auch nicht so schwer. Gut, weiter. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Kündigung schreiben? Okay. Das war eine der besten Fahrten, die ich je gesehen habe. Ich werde gerne Zweiter, wenn es bedeutet, dass ich dir zuschauen kann. Nimm die Schlüssel zu meinem Racer, du hast sie verdient. Lol, der schenkt mir sein Auto? Auch wenn ich sehr glücklich bin, dass du gewonnen hast, wäre es super für mein Ego, wenn du die anderen beiden auch noch gewinnen würdest. Bitte. Das schauen wir doch mal. 5 Sachen haben wir. Ja, sein Auto. Oh, das sieht echt gut aus. War doch. Ein Geschenk und ein Auto muss da noch sein. Okay, das haben wir noch. Ach, und das. Okay. Was hat eigentlich hier? Oh, habe ich auch. Lauter Geschenke. Ja, neue Audios. Okay. Was ist denn das? Hier hat man als Geschenk einen Credit bekommen. Wollt die mich veralbern? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ein Gefahrenschild will ich nicht machen. Okay, habe ich auch. Da fehlt nur das linke überall. Also müssen wir lila machen. Okay. Lila. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht.
Ägypten. Ist immer so verlockend, mein Lieblingsauto zu nehmen. Oh. Aber ich will eigentlich nicht immer dasselbe nehmen. Porsche. Warum hat der kein... Ich baue eigentlich immer Allrad rein. Okay, der hat Allrad. Nette Musik. LKW will ich nicht. Lamborghini. Hoffentlich hat er Allrad. Nicht, dass ich ihn jetzt hier nochmal ab den Weg für Straße zusammengebaut habe. Wir starten an der Oase und fahren durch den Steinbruch zu den Dünen. Es wird technisch sein, aber du kannst das, vertrau mir. Dem 5, 4, 3, 2, 1, los! Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, die schlittern alle, holy shit. Ferrari F40 auch bei. Als erstes, was ist das, McLaren? Wenn ich natürlich auf richtige Straße komme, dann kriege ich ihn sofort, denke ich mal. Oh Gott. Das war jetzt nicht gut. Okay, das sind Straßenrennen bei Nacht. Über Schotter. Hui! So, jetzt kann ich ein bisschen sachter. Könnte ich hier auch mal an die richtige Straße kommen? Die Lichteffekte haben es auch in sich. Uiuiui. Uiuiui. Ui. Uiuiui. Auch endlich Straße. Das ging eigentlich. Auch ein nettes Rennen. Boah, die Drift-Dinger mag ich nicht. Als ich dachte. Ich habe noch mehr Rennveranstaltungen geplant, mein Freund. Wir sehen uns nach Einbruch der Dunkelheit.
Die nehme ich. Okay, es wird Zeit, hab ich mich gerade erschrocken. Team zu unterschreiben. Wird Zeit rauszufinden, wer der beste Fahrer dieses Rallye-Teams ist. Jetzt habe ich alle. Aber Fernando wird zusehen. Aber erst musst du dafür sorgen, dass dir der Rest des Festivals zusieht. Wie, was ist das? Oh, Blitzer. Ich habe schon einige asphaltierte Strecken ausgekundschaftet. Schnell, eng und technisch. Geh raus und zeig ihnen, wer der Boss von Sierra Nueva ist. Cool. Okay, Sammeltafeln gibt's auch wieder. Aber warum werden mir die angezeigt? Diese Pinata-Dinger werden mir nicht angezeigt. Okay, wir fahren erstmal. Die Blitzer könnten schwierig werden. Da brauchst du dann schon ein gutes Auto. Voilà. Die Lenkung von diesem Lamborghini ist wie im Go-Kart. Du lenkst ein und das Ding lenkt sofort ein. Habe ich 6. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Lol, die sind nochmal Kisten. Okay. Route wird neu berechnet. Okay, hinter mir war auch was. Warum sind hier plötzlich so viele? Beide Zaun ist auch kaputt. Also Bremsen habe ich nicht so gut. Okay. Alto. Hier Alto. Schild hat mir gar nichts gesagt. Du hast dein Ziel erreicht. Lebt denn der alte Wave Michel noch? Der ist weggerannt. Okay, das zeigt da immer nur das aktuelle Auto an. Nee. Jetzt nehme ich meins wieder.
Die Notizen für dieses Rennen sind unbefestigter Untergrund, Unebenheiten, Querneigungen, Kurven und... Kurve fünf, und... Vier, Dinge. Drei, zwei, eins. Schöner Lamborghini. So, was hat denn der Erste? Sieht aus wie ein Porsche. Ja, das ist ein Porsche. Eieiei. Ja, einmal zu schnell, da kommt hier so ein Huckel und dann bist du raus. Oh, da war ein armes Huhn. Ja, du darfst nicht einmal zu schnell sein. Lieber doppelt bremsen. Das Gute, diese Hilfslinie, die ist ja so ein bisschen orientierungsmäßig. Aber oft, wenn sie rot ist, kannst du voll durchfahren. Da verarscht sie sich manchmal. Da will sie dich veräppeln. Der Hubschrauber, der nervt ganz schön. Wenn der ständig über dir ist und diese Propeller... Lol, der Porsche heißt Valhalla Konzept. Okay. Wenn das will ich nicht. Wenn Grid Reapers Events am Boden schon ein Adrenalinschub sind, dann hast du sie noch nicht vom Helikopter aus gesehen. Die fahre ich gerne. Ja, mach das, Pax. Ruh dich aus. Im Land der Träume. Oh, Splitzerzone. Bei nächster Gelegenheit wenden. Zwei Sterne. Aber er sagt mir natürlich nicht, was fehlt. Hallo Blitzer. Hi. Hey. 20 km/h hat dir fehlt. Das kriegst du aber mit denen hier nicht hin. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern. Rechts abbiegen. In 400 Meter rechts abbiegen. Vielleicht will ich ja nicht. Rechts abbiegen.
Wie weit muss ich denn noch? Einmal geguckt. Okay. Okay, hier bin ich schon einmal vorbeigefahren. Den habe ich vorhin umgefahren. Ich bin mir jetzt zu 99% sicher, dass ich den schon kaputt habe. Was fliegt... Oh, ich wollte gerade sagen, was fliegt denn da oben? Ein Hubschrauber, der aus Drohnen ist. Okay. Du hast dein Ziel erreicht. Trigger. Gut. Er gibt mir immer nur empfohlen. Na. Habe ich denn einen vernünftigen Jeep? Na. Okay, der... Nee, X will ich nicht. X ist ein bisschen hoch. Der Need for Speed BMW. Burnout. Oh, der hat Allrad. Aber... Ja, den nehme ich. General Lee. Diese Route führt zum Festivalgelände. Haarnadelkurven, enge Kurven und Wasserhindernisse. Du musst dich der Dunkelheit und dem Regen stellen. Den Regen stellen. 5, 4, 3, 2, 1, los! Das war, glaube ich, nicht so gut. Da ich... ich habe das Ding da nicht gesehen. Jetzt habe ich's. Oh, ein Firebird. Schick. So. Der fährt sich aber gut hier. Schotterwasser. Ja, dieser Hubschrauber da oben, der ist nervig, finde ich. Dass das kein Spielertester hier aufgefallen ist.
Wenn du den ständig über dir hast, das ist schon ein bisschen nervig. Jetzt fliegt er ein bisschen vor. Jetzt ist er wieder über dir. Okay, er hat gezählt. Festival. Party. Okay. Gewonnen. Strecken und Herausforderungen für uns ausgekundschaftet. Mhm. Jetzt muss ich nur noch den Himmel nach schlechtem Wetter absuchen. Ja, wir haben Regensaison. Ja, ist ja witzig. Ich werde aber ein anderes Auto nehmen. Mal sehen, ob ich den finde auf Anhieb. Es gibt hier ja so ein paar Autos. Ich hab ihn. Oh, hallo Döki. Wie geht's? Wie steht's? Lang nicht gesehen und gehört. In 400 Metern. Ewig nicht, ja. Ich glaube, letztes Jahr das letzte Mal, ne? Das nehmen wir mal mit. Bist du mit deinem Minecraft schon fertig? Ah. Ja, das ist nicht gut. Ja, noch nicht ganz auskuriert, ne? Oder irgendwas? Ja, du könntest es probieren. Real Life Plague. Ich glaube, das würde sehr ekelhaft klingen. Ja. Ein Weihrauchgefäß. Du läufst in der Nachbarschaft umher und kotzt alles an. Links abbiegen. Links abbiegen. Wie sieht der eigentlich von innen aus? Geht eigentlich. Oh, hoppala. In 400 Metern rechts abbiegen. Sand, überall Sand. Wieder, nehme ich meinen DeLorean. Von den Sanddünen bis zur Kiesgrube. Versuch bei nassem Wetter, Sprünge und Abfahrten nicht zu viel abzuheben und wir werden es vielleicht überleben. Der hat gut reden. Beschleunigung hat er nicht so gut. Eieiei.
schön vorbei hier drängeln. Ja, heute ist Donnerstag, Dirkie. Abends sogar mit Licht. Hattest du denn Donnerstag was vor? Lass mir raten, DBD. Oha. Dann bist du schon eine Weile auf der Beine, so. Ja. Dann musst du dir wohl ein paar Liter Kaffee holen und ein bisschen Red Bull und Aufputschmittel. Oder was man so trinkt. Eieiei. Also manche Kurven siehst du nicht so gut. Oh, oh, oh. Wann fängt denn Nami immer an? 22 Uhr, ne? Oder so? 22:30? Ich glaube immer einen Tick später. 22:30. Dann geht's ja meistens bis 3, 4. So wie sie lustig ist. Drift. Ich will keinen Drift. Bedingungen brauchen, um es den anderen Rallye-Teams gegenüber fair zu machen. Aber du brauchst wohl eine noch größere Herausforderung, oder? Die fahre ich gerne. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Biegen Sie rechts ab. Hubala. Rechts abbiegen. Ich fahre jetzt einfach mal ein anderes Auto. Ich will mal gucken, wie das Feeling ist mit dem LKW. Ich habe doch auch ein LKW. LKW. Es gibt 2 oder 3 LKWs. Wo sind die? Ich habe ein paar so viele Autos.
War einfach so. Nehmen wir einfach mal den. Oha. Okay, der hat Rennschale. Gefällt mir. Man sitzt schön hoch. Nur bei der Kurve muss man aufpassen. Hurra. Stopp, 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 das nehmen wir mit. Für den Rückspiegel hat er hier unten so ein Display. Das ist ja auch cool. Ach, so weit bin ich gar nicht mehr weg. Yay. 400 Meter. Also wir gucken mal unter der Brücke. Tja, Gott. Das ist eine gute Werbung für Apex Predators. Muchas gracias, Superstar. Ich habe Lust, das Ding hier mit dem LKW zu fahren. Bin ich immer gespannt. Eine schöne Mitternachtsfahrt von den Canyons in den Dschungel. Achte auf schwierige Straßen und enge Kurven und die Vorhersage. Oh, da sind Jeeps bei. Ob ich die einhole? Ja, dann fahre ich es halt nochmal. Schön, ich bin der einzige LKW. Aus dem Weg, ich bin ein LKW. Husch. Track Simulator. Das humpelt und rumpelt aber ganz schön. Oho, da waren Hühner. Jetzt habe ich Hunger auf Chicken Nuggets. Oh, oh, oh. Wo ist denn die KI? Die sehe ich gar nicht mehr. Ach, da sind sie. Oh, das ist übel. Eieiei. Diese engen Kurven sind für LKWs nicht immer. Am besten hätte ich jetzt doch einen Anhänger. Uha. Oder so einen schönen Bus. So einen Schulbus. Oh, Kinder, wir fahren jetzt in die Schule. Über Schotterwege. Es macht echt Fun mit den LKW hier.
Echt gut. Okay, ich habe abgeschlossen, aber es kam nichts dazu. Dann gucken wir uns jetzt die Belohnung an. Hier können wir jede wilde Herausforderung verfolgen, die du für Grid Reapers annimmst. Keine Sorge, ich habe schon Bilder an. Hupe, Hubschrauber. Yay. Das habe ich mir immer gewünscht. Okay, da haben wir was. Ein Auto. Ein Wüstenschal. Aber jetzt habe ich nur noch die blöden Driftdinger. Auf jeden Fall sind sie auf... ja, sind das normale Straßen? Ich glaube nicht. Wir werden es aber gleich probieren. Und wir fangen... Na, fangen wir hier an. Muss ich aber ein anderes Auto nehmen. Wo hab ich's denn? Weg mal andersrum hier. Hier sind wir doch schon. Ich glaub. Ja. In Firebird Forza Edition. Mit Bonus auf Drift. Ein sehr, sehr schönes Auto. Da gab es auch schöne Filme von. So. So hatte ich schon. Gut. Gut. Bin ich mal gespannt beim Drift, wie viele Punkte sie haben wollen. Oh, wieder umdrehen, umdrehen, umdrehen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Den nehme ich mit. Rechts rum, wieder rechts rum. Lustige links. In 400 Metern rechts abbiegen. Nochmal links. Rechts. Rechts abbiegen. Oh Gott. Was andersrum. In 200 Metern rechts abbiegen. Ich hab's geahnt. Das ist so eine blöde Schotterstrecke. Sand. Obwohl, hier ist ein bisschen fester. Wir probieren einfach unser Bestes. Mehr geht sowieso nicht. Am besten einmal eine Punktzahl hinlanden. Das ist wirklich eine scharfe Grube. 60.000, brauchst locker 80.000. Bin ich mal gespannt. Ja, das sehe ich wieder nicht. Hallo. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele Sterne. Wow. Okay. 70.000, okay. Aber ist machbar. Wir hatten 65.000, sagen wir 66.000. Hätte ich ein bisschen mehr hin und her gedriftet an ein paar Stellen,
Dann ist das locker drin. Aber wir können jetzt erstmal das Rennen machen. Dann nehme ich aber ein anderes Auto. War ja Pontiac, glaube ich. So, dann nehmen wir den guten Kit. Und sag mir bitte, der hat Allrad. Warum hat der kein Allrad? Ohne Allrad brauche ich hier gar nicht fahren. Gut, dann machen wir das halt so. Vielleicht müssen wir auch nicht überall 3 Sterne. Höchstens für ein Achievement. Es könnte durchaus sein, dass wir überall 3 Sterne, aber das mache ich später. Du hast dein Ziel erreicht. Muss man nicht. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen. Die hat gut reden. Die sitzt ja nicht am Steuer. Scharf rechts abbiegen. Okay. Gut, gut, gut. Machen wir Waze. Eine Asphaltstrecke mit langen Geraden, Leistungskurven und einigen engen Kurven. Bei Tageslicht wäre sie echt schön. Tut mir leid. 5, 4, 3, 2, 1, go! Attacke! Ah, das sind schnelle Autos bei... Tja, was ist das hier vor mir? Wird ein Lambo sein. Ja, das ist ein Lambo. Ah, Lamborghini. Da hat jemand einen Zaun hingestellt, aber... Er ist auf magische Weise verschwunden. Ganz plötzlich war er nicht mehr da. Das ging ja nochmal gut. Die Kurven sind übel. Musste wirklich runterbremsen. Und nicht wenig. Vom Gas runter reicht er noch nicht mal. So. Aber hier war nicht ein bisschen Schotter, nur Straße. Sehr schön. Monkey. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wow, jetzt hat er mir wieder nichts gegeben. Jetzt muss ich wieder irgendeine Drift-Kram machen. Muss ich wieder Auto wechseln. Muss ich wieder auf Drift gehen.
Was hat der an? Hä? Ich nehme das hier. Er war in der Polizei. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links, rechts, links. In 200 Metern rechts abbiegen. Ja, ist ja gut. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Platz da, da kommt der Mazda. In 400 Metern. Oh Gott. Links abbiegen. Es tut mir leid. Scharf links. Scharf links abbiegen. Hui. Träger! In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Dann müsste noch so ein Träger fahren können. Ich will mal so ein Träger scharf rennen. Rechts abbiegen. Oh. 11 Stück schon. So, wie viel brauchen wir denn hier? Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Ist Asphalt. Das ist zu schnell. Da könnte man schön rumziehen. Genauso wie hier. Hier könnte man auch schön. Hier brauchst du locker 120.000 oder so. Hühner! Was machen hier Hühner? 120.000 haben wir. 3 Sterne. Wunderbar. Mit dem Auto hier ist es einfach locker. Es kam wieder nichts dazu. Meine alte Street Racing Crew hat gehört, dass wir vorhaben, nach Sierra Nueva, um es sich anzusehen. Bist du bereit, ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Dann düsen wir mal hin. Oh Gott. Das habe ich schon gesehen, wo ich da oben rüber gefahren bin. Aua. Was kommt hier? Eine Glitzerzone? Na, driften. Kann ich gleich mitnehmen. Das werden nur höchstens 2 Sterne. Aua.
Das war schön. Du hast dein Ziel. 90.000. Sieh mal, wer der beste Rallye-Fahrer in der Familie ist. Auf keinen Fall. Zwei Sterne. Ja, ja. Ich, dann du. Hey, was ist mit deiner Horizon-Familie? Okay, gucken wir mal. Ein Geschenk. Da, da. Und wir gucken hier nochmal. Da hat nicht viel gefehlt. Gut, 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 gut. In 400 Metern links abbiegen. Bremsen. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Er will mir immer den Porsche andrehen. Will ich aber nicht. Ich fahre einfach mal meinen Halo Warthog. Felswände, steile Abhänge, Haarnadelkurven und Schikanen bei hoher Geschwindigkeit und sehr schlechter Sicht. Der 5. Wie hast du früh gedrückt? 2, 1, los! Ich hab den, glaube ich, nicht so hoch aufgemutzt. Ist ja noch Standard. Junge KI, fahr doch mal. Bremsen sie mich aus. Scharfe Kurve, wunderbar. Ja, ich glaube, das Rennen wird sehr knapp. Der bricht doch schnell aus, warum? Der war doch mal besser. Ah, ich muss vorsichtiger fahren. Bricht so schnell aus. Ich verstehe nicht warum. Okay, wir haben noch nicht viel, aber das wird echt. Ich muss eine Gelegenheit haben, so wie hier. Ja, hier kriege ich den nächsten. Wenn ich einmal vorbei bin, dann geht's eigentlich auch diese Kurven. Herum. Ja, bleib hängen. Okay, Warthog hat mir besser vorgestellt, viel besser. Habe ich an denen noch nichts gemacht? Also in Teil 4, da habe ich ihn komplett. Oh Gott. Jetzt habe ich mich verguckt. Eieiei. Teil 4 habe ich ihn komplett aufgebaut. Es ist ja übel, wie er sich hier fahren lässt. Der falsche Bereifung drauf? Boah, den ersten kriege ich nicht. Müsste die KI jetzt noch einen Fehler machen. Das wäre schön. Der macht keine Fehler. Da komme ich nicht ran.
Der Warthog, der schlittert an jeder Ecke ran. So wie hier wieder. Fast. Junge, Junge, Junge. Nee, das wird nichts. Muss ich nochmal fahren. Ja. Das ist ja übel. Das schlittert viel zu viel. Okay, dann muss ich mal gucken. Was ist mit denen nicht richtig? S1. Dann fahre ich das nochmal schnell mit meinen. Sie mir aber hinbeamen. Das war, glaube ich, das. Gut. Okay. Polle, Polle! 5, 4, 3, 2, 1, los! Da ist ein McLaren, zwei Porsche. Da ist ein Königseck da vorne, glaube ich. Ein Ferrari. Zweite Stelle, glaube ich. Und wer fährt da noch ein Bugatti? Ah, Platz 1 ist auch ein Bugatti. Dennoch den, den ich habe. Lass mich vorbei. Schön innen vorbeigezogen. Jetzt zieht er wieder vorbei, weil ich mich verbremst habe. Die Kurven sind schon echt übel hier. Ah, der Bugatti liegt halt auf der Straße. Das ist abartig. Der hat ein schönes Gewicht. Das war knapp, da hätte man hängen bleiben können. Hänge, hänge, hänge. Da könnte man runterfallen. Was ist denn jetzt immer? Ah.
Uiuiui. Gut, haben wir es noch abgeschlossen. Geschenke. Den hatte ich noch gar nicht. Lol. Sonst die Autos, die ich habe, die kann ich verschenken. Und wir können das letzte Rennen von hier machen. Gut. Dann düsen wir doch da mal hin. Den nehmen wir mit. Oh, da oben ist auch noch einer. Bei nächster Gelegenheit wenden. Warum stehen hier so viele? Oh. Kenyatta Time. Okay, es war eine Abkürzung. Dass Rami die Landschaft mag, also werden wir einige Canyon-Abfahrten, Bergauffahrten und Wasserhindernisse in Angriff nehmen. Bring deine Offroad-Ausrüstung mit und vielleicht eine Kamera. Das wird jetzt ein Spaß. Uiuiui. Schön bei Regen. Okay, Beschleunigung hat ja hier nichts. Und der Blaue beschleunigt einen Tick besser. Der will mich veralbern. Das könnte ich sogar mit verbundenen Augen. Schönes wirklich. Schönes Wetter haben wir. Sehe ich nicht so. Oh Gott, wieder ein Sprung. Oh. Oh, schön hängen geblieben. Ich habe aber auch nicht gebremst. Du hast doch keine Angst vor schlechtem Wetter, oder? Du machst mir hier etwa Konkurrenz. Wieder eine Chance. Sind wir ja in Schanzenhausen. Ach nee, schon wieder oder was? Zeig mir, was du kannst. Los! Ich verliere nichts. Ich lerne. So kann man es auch nennen. Uiuiui. War aber auch etwas zu einfach wieder. Also das Spiel halt, glaube ich, auf Mittel oder Insta drüber gestellt. Mm-mm-mm.
Ich wusste, dass du schneller bist. Ich wusste es von Anfang an. Aber ich musste etwas tun, um dich zu den Grid Reapers zu bringen, oder? Ich habe keinen Erfolg dafür gekriegt. Warum? War das nicht das Letzte? Oh Gott. Gewinne den Horizon Badlands Goliath. Okay. Da hatte ich noch was. Nee, ist nichts dazugekommen. Was fehlt denn jetzt noch? Die blauen. Blau, blau, blau. Okay, das hier. Und die Blitzer. Mhm. Okay. Wir könnten auch erstmal... Haben wir einen Blitzer hier unten? Ne, der ist dahinter, okay. Oh, 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 oh. Das merkst du mal schon, dass du rausfliegst. Könnte ich eigentlich hier rüberfahren? Eine Abkürzung. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Eieieiei. In 100 Metern links abbiegen. Ich kann auch hier lang fahren. Route wird neu berechnet. Ich würde schon sagen, warum soll ich denn da links fahren, wenn ich gerade zufahren kann? Das wäre doch unsinnig. Die tauchen irgendwie immer wieder. Hä? Phantom-Pinatas. Okay. Das ist merkwürdig. Da ist eine Tafel, die hole ich mir noch. Und den Würfel kann ich auch nie umfahren. Phantomwürfel. Ah. Race. Nee, ich nehme meinen wieder. Da weiß ich, wie ich mit Druck umgehen muss.
sehen, was vor uns liegt. Lange Geraden, Powerkurven und scharfe Kurven. Es gibt eine schöne Aussicht auf die Oase, aber bremst nicht extra dafür ab, du würdest mich sehr enttäuschen. Eine Oase? 5, 4, 3, 2, 1. Pulle, Pulle! Bugatti Chiron fährt hier auch mit. Ich habe mal schön ein Auge rausgekegelt hier. Oh, das ist etwas nass, die Straße. Uiuiui. Okay. Jetzt wird's trockener. Ein Lamborghini. Ja, Lamborghini ist schwer einzuschätzen. Erster Gedanke war ein Diablo. Aber das ist kein Diablo. Meine Musik aus. Muss ich gleich mal gucken. Boah, holy shit. Der lässt. Also da komme ich nicht wirklich ran. Brauche eine lange Gerade. Lambos sind in Beschleunigung viel, viel besser als Bugatti. Aber auf der Geraden. Da geht der Lambo ab. Der Bugatti. Oder ich kriege ihn so. In der letzten Kurve. Puh. So, was hatten wir denn hier? Ein Aventator. Centennial. Dings. Centenario, so. Ja, ein Chiron war bei. Yay, neuer Blitzer. Ich habe an neuem Rennen gearbeitet. Diesmal ist es schwieriger, aber du solltest damit kein Problem haben, oder? Wann war es zum Rennen hin? Fängt schon wieder an zu regnen. Blitzer. Zwei Sterne durch Zufall. Wie? Ist das wie vorhin? Ich glaube, den kann ich wieder nicht durchfahren, umfahren. Doch. Den anderen auf der Klippe konnte ich nicht umfahren. Da stehen auch wieder welche. Das verstehe ich nicht. Abbiegen. Dann sind wir schon da. Gut. Ich hätte aber auch Lust auf ein Lambo. Ferrari.
Lambo, wo bist du? Allrad. Ach, fahren wir den. Gut, nur Asphalt. Zumeist flach. Einige enge Kurven beim Steinbruch und einige Haarnadelkurven am Ende. Aber damit kommst du klar, oder? Der Reverton. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Beschleunigung nicht so gut. Aber Endgeschwindigkeit. Da sind viele Lambos bei. Uiuiui. Das Rote muss ich ausnutzen. Nissan Skyline vor mir oder irgend so was. Wie die Windeinlässe hier seitlich hoch gehen bei den Lambo. Jetzt sind sie wieder zu. Wenn es schneller wird, gehen sie hoch. Ja. Das ist so geil. Oh, das tut weh im Geldbeutel und ich. Linkskurve. Dieser Hubschrauber. Eieiei. Das gute Lambo hat verdammt geile Bremsen. Gut, das haben wir jetzt abgehakt. I win! Ah, 2 Minuten 12. Nissan GT-R war bei. Zweimal. Murcielago war bei. Hoverkran. Eine Corvette war auch bei. Ich habe gar nicht gesehen. Spider. Oh. Ein Blitzer. Warte, bis du siehst, was ich für dich gefunden habe. Wir werden die schnellsten Zeiten in Sierra Nueva seit Papa Fernando fahren. Auf zum nächsten Rennen. So, mal gucken, wie er drin aussieht. Sieht aus wie ein Flugzeug. Was sind das alles für Anzeigen? Oh mein Gott. Holy shit. Wie viele Gänge hat er? 6. Ja. Und er schaltet am Lenkrad. Geil. Ui. Oh, guck mal da. Das nehme ich doch mit. Du hast dein Ziel erreicht. So. Was ist das? Ein Acura.
Habe ich noch irgendwas Interessantes, was man fahren könnte? Ach, fahren wir ein Burnout-Auto. Hochgeschwindigkeitsasphaltstrecke durch die Klippen. Lass dich nicht von der Felsbildkunst ablenken. Enge Kurven, Haarnadelkurven und jede Menge Sprünge. Oh, das wird ein... Das wird ein Spaß, wolltest du sagen. Na, Beschleunigung ist wieder. Ein Audi R8 neben mir, glaube ich. Corvette vor mir. Lambo auch. Audi ganz vorne. Oh, das war gut. Das ist ein Witz. Ich habe die Fahne nicht gekriegt. Stößt er mir einmal an, upp, vorbei. Das geht noch. Er hat die Hühner umgefahren. Gibt's hier gar nicht. Zum Glück sind hier gute Bremsen auch drin. Der bremst fast sofort. Manchen da brauchst du, da musst du ja, da bist du auf der Bremse und dann fliegst du noch 100 Meter. In der Luft geht nicht bremsen. Eieiei. %80 haben wir jetzt. Ich habe das Gefühl, dass die KI sich gegenseitig behindert. Zum Glück hat man diesen Knopf. Ich glaube, es gibt auch einen Schwierigkeitsgrad. Wenn du ganz hoch bist, dann kannst du noch nicht mal zurückspulen. Aber das bringt dir alles nur mehr Credits, so wie ich gesehen habe. Umso mehr du ausmachst, umso schwerer du dir das machst, umso mehr Credits kriegst du. Aber da habe ich noch nie Schwierigkeiten gehabt. So, den verschenke ich. Da, 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 da. Es ist so dunkel. Bei nächster Gelegenheit wenden. Der hat gleich das nächste angepinnt. Interessant. Die Kurve hier wieder.
Hier müsste auch wieder eine Pinata sein, ja. Steht immer wieder da. Kann man die endlos sammeln? Kurz was gucken. Ja, zeigt sofort gemerkt, er hat kein Allrad. Bist kurz auf Schotter, das ist es abnormal. Ich brauche schon was mit Allrad. Sonst kannst du das hier alles vergessen. Den habe ich neu bekommen. Ich brauche was mit Allrad. Und was ich fahren möchte. Coca-Cola-Fan? Warum hat der kein Allrad? Das muss ich auch nicht verstehen. Haben wir halt einen kleinen Schulbus. Das ist ein ganzes Stück wieder weg. Gibt es hier nicht eine Abkürzung? Hallo, Abkürzung. Bei dieser Gelegenheit wende. Okay, das ist eine Abkürzung. Links abbiegen. Links abbiegen. Race, race, race. Große Kurven, blinde Kuppen, enge Kurven und hängende Straßen. Und ich weiß, ich sag ja immer, dass du auf dem Asphalt bleiben sollst, aber wenn du diese... 5, 4, 3, 2, 1, los! Jo, oh, da hat ein Buggy da links. Cool. Wäre der rot, wäre er noch besser. Warte, aber abräumen wollte ich gar nicht. Und der kleine Bus hier. Ja, die haben schon Beschleunigung. Oh oh, das war nichts. Ja, das habe ich gewusst. Wenn der eine vergisst, dann wirst du zurückgesetzt. Oder du spulst zurück. Das geht auch. Aber nur um Einzelspieler. In KI. Eieiei. Wunderschöne Palmen. Porsche, zwei Porsche. Müsste ich theoretisch noch bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, den bekomme ich noch. Der geht mal, wenn ich ihn noch Fehler mache. Ein roter Porsche. Der ist dicht hinter mir.
Uiuiui. Da habe ich nie aufgepasst. Aber wirklich einen schweren Fehler und dann sind sie sofort an dir vorbei. Das Gute ist, man kann zurückspulen. Und wir haben einen Blitzer. Gut, die Leute bezeichnen Apex Predators als professionelles Team. Und noch eine Strecke. Vielleicht sollten wir ihnen zeigen, dass wir auch gut drauf sind. Überlass das mir. Ich habe eine Idee. Sie hat eine Idee. Beim nächsten Mal wenden. Vermute ich. Porsche, hat der Allrad? Der hat Allrad, sehr gut. Fahren wir ein bisschen Porsche. Mhm. Soundtest. Ja. Standard Porsche. Der fährt sich wirklich gut. Guter Porsche. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Komisch. Oh, jetzt habe ich meine Ausfahrt verpasst. Den kann ich wieder kaputt machen. Das habe ich wohl verdient. In 400 Metern scharf links. Ich glaube, in echt würde niemals jemand mit so einem Auto hier über die Piste pfeifen. Außer einer, der so viel Kohle hat. Würfel, aber die sind erstmal Nebensache, glaube ich. Boah, wer hat sich die Kurve ausgedacht? Holy. Holy moly. Das hier habe ich. Dann fahre ich mit dem Porsche. Oh, wir haben gleich 4 Stunden. Wir haben halt nie 4 Stunden. Ich glaube, es kommt noch ein großes Rennen und dann kommt das große Goliath-Rennen. Und dann hast du soweit, glaube ich, alle Strecken hier durch. Dann kannst du die zweite Variante noch machen. Diese Side-Etappen. Und dann hast du noch die Blitzer und so. Und dann, gut, warte denn. Ah, eine Dodge Viper. Ah, ein Ferrari. Ah. Die Corvette ist da vorne auch noch.
Oh, Dodge Viper ist ja auch ein richtig schönes Auto. Zwei Stück sogar. Dann. Bremsen. Den habe ich als Bremsbuffer benutzt. Mit KI kann man es machen. Wenn ich mit Spieler spiele, würde ich es nicht machen. Das ist ja dann nur ärgerlich. Aber es gibt natürlich Leute, die machen das. Aber man muss immer dran denken, dass da ist immer noch ein anderer Mensch auf der anderen Seite. Und der ärgert sich denn. Aber ganz schöne Kurven hier. Das ist aber alles noch im Rahmen. Das ist jetzt noch nicht kritisch. Okay. Das war doch gut. Drei Blitzer. Herausforderungen. Jeder weiß, dass wir die und eine Strecke. Sind, aber wenn wir dieses Ding gewinnen wollen, müssen wir abheben. Und ein Erfolg. Okay. Gucken wir nochmal. Mit der Belohnung. Apex Predators HQ. Alle deine Ergebnisse und Herausforderungen sind hier. Ich hänge Papa Fernandos Bild später auf. Mhm. Kleidung brauche ich eigentlich nicht, ist eigentlich Schnickschnack. Und Hupen sind eigentlich auch, naja, nett, aber nicht wirklich notwendig. Es fängt schon wieder an zu regnen. Irgendwas zum Einlösen schon wieder. Okay. Hier werden wir kurz reinfahren und rumfahren. Dann habe ich die Straße gefunden. Es gibt nämlich auch einen Erfolg, alle Straßen einmal abfahren. Das Burnout 2 Auto. Ja, nehme ich mal. Okay, achte auf enge Kurven und gefährliche blinde Kuppen. Du solltest in der Lage sein, einige von ihnen zu schneiden. Die Kurven meine ich, nicht die blinden Kuppen. Ohne Momento.
für die Roller. Gut, können wir weitergehen. Wir haben nur was geguckt. Gut. Also ich mache die beiden Hauptrennen noch. Und dann werde ich für heute auch Schluss machen. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Oh, der pfeift da ganz schön ab hier. Der Grüne. Kurve. Da kurven wir doch mal hier rum. Oha. Prozentler erst. Hui. Lange Strecke. Eieiei. Aber die Weitsicht haben sie auch gut hingekriegt. Ja, gut, das steht auch nicht viel in Mexiko hier rum, aber man kann schön weit gucken. Generell auch der Palmwald und der Dschungel recht gut hingekriegt. Na, wer hupt da draußen? War ein Schild. Oh Gott. Jetzt habe ich kurz die Kamera nach hinten, nach der Seite geschoben. Das war knapp. Ah, da hat bestimmt nur noch ein Blatt Papier zwischen gepasst. Canyonweg. Lol, ich war der. Hä? Ich habe ein C-Fahrzeug gehabt und die haben alle ein S1 hier. Das stimmt doch irgendwas nicht. Hä? Also das verstehe ich nicht. Das war ein C-Fahrzeug. Dann kommt doch BA, da kommt S1, S2. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, schön. Oh, jetzt muss ich. Okay, Blitzer geht. Da kann ich mein Auto nehmen, das andere. Ich brauche noch ein paar Sterne? Punkte? Sterne? Punkte? Irgendwas. Gut. Zwei Sterne in der Blitzerzone. Okay, das haben wir. Nein. Wenn man einmal wohin guckt.
Okay, was ist das für ein Blitzer? Zone oder vorbeifahren? Du hast dein Ziel erreicht. Vorbeifahren. 2 Sterne. Okay, ich fahre noch mal ein bisschen schneller durch. Nee. Ich guck mal, was da fehlt. Es fehlt 1 km/h. Es fehlt genau 1 km/h. Ach nee. Doch, persönlicher Bestwert. Es fehlt 1 km/h. Sag mal. 1 km/h. Tja, nee. Machen wir von hier aus. Ein lumpiger km/h. Das habe ich auch noch nicht. Gehabt. 241 also. Schade. Ich glaube, ich kann sogar über den Schotter fahren. Mit Vollspeed. Das könnte reichen. Schauen wir mal. Aus Probieren wird man ja klug, sagt man, ne? Ja. Einfach Graffelt ein. Da war jetzt irgendwas gekriegt. Natürlich ich. Okay, das ist Blitzerzone. Normaler Blitzer. Normaler Blitzer. 193 km/h. 177. Aber da fahren wir am besten von hier rein. Ja. Ist das eine Blitzerzone? Nee. Der 177 ist das. Oh Gott. Nee. Also wenn der Wende von da kommst, ist übel. Du musst davon gerade zukommen. Dann könnte es reichen. Lol, da stehen lauter Autos. Sehe ich meine Spuren? Natürlich nicht. 177. Müsste reichen. Du hast dein Ziel erreicht. Ist ja auch nicht so schwer. Blitzer? Sehr gut. Ich habe diese neuen Rallye-Etappen vorbereitet. Willst du sie jetzt fahren oder? Warte, wer hat bei Apex Predators das Sagen? Du oder ich? Dann beamen wir uns mal hin. Oh Gott. So weit. Hallo. Danke sehr. Mit der Felsbildkunst. Tausende von Jahren mexikanischer Kultur, die du nicht zu Gesicht bekommst, weil du mit Engel. 5, 4, 3, 2, 1. Volle Pulle! Schöne Asphaltstrecke, gefällt mir. Rivus auf den dritten! Zum Glück bremsen. Der eine ist von der Brücke gefallen. Sehr gut.
gefällt mir. Ah, perfekte Kurve hier. Holy shit. Wow, wow, wow. Da habe ich mich schön verbremst, ja. Yay. Bleibst an irgendeiner Kante hängen und er zieht sich voll rum. Aber das stört alles noch nicht. Ein Fähnchen im Winde. Im Winde verweht. Eieiei. Dieser Auspuff. So, Endspurt. Da kommt keiner mehr ran. Oh, Rebus, was weiter? Huhu. Aber wieder mit dem Porsche. Ah, jetzt kommt sie. Wer der beste Fahrer der Apex Predators ist. Wir sehen uns an der Startlinie und möge der beste Miron gewinnen. So, ab hinter. Eigentlich wollte ich mich beamen, aber... In 200 Metern scharf links abbiegen. Ne, wir beamen. Das wäre schon ein Stückchen gewesen. Zum Glück kostet das keine Credits bei mir. Weil ich auf der Originalkarte alle, ich glaube, alle Reklametafeln eingesammelt habe. Warum machen wir es nicht interessanter? Wenn du gewinnst, kannst du mein Auto haben. Papa Fernando und ich könnten ohnehin ein neues bauen. Die schenkt mir einfach ihr Auto, wenn ich gewinne. Ist ja nicht so, dass ein Auto übelst teuer ist. Alle redet ständig davon, aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Also lass uns mit dir ins Gelände fahren, ja? Hügel und Schluchten... Vielleicht sogar eine kleine Abkürzung durch ein Feld. Abmarsch. War da eine Kuh drauf? Habe ich das gerade richtig gesehen? Eine Kuh mit Sonnenbrille. Ob wir was im Springen. Hui. Das würde doch kein Auto überleben, oder? Da würde doch die Achse brechen. So weit geht doch nur im Videospiel. Man kann schon Sprünge machen, aber nicht sowas. Sie ist direkt hinter mir. Ich bin unter der Brücke. Und im Fluss. Eieiei.
Das war ein komisches Rennen. Die KI ist ziemlich weit hinten. So viel zur Technik. Hühner. Ein paar Shiggy Nuggets. Spotty schon wieder aus? Oh. Das ist ein Lied, was ziemlich leise ist. Die anderen sind laut. Hm. Oh Gott, oh Gott. Aber das war's noch nicht. Komm und hol mich, Alex! Komm und hol mich, Alex! Mhm, mhm, ja, ja. Kaboom! So. 8 Sekunden hinter mir. Und ein Erfolg. Okay. Ich habe alle Rennteams und ja, da ist der Goliath. Nueva informiert. Aber alle wissen, dass hier ist eine Sache zwischen den Horizon Raptors, den Apex Predators, den Grid Reapers und dir. Alle gegen mich. Was haben die bloß gegen mich? Den Goliath fahren wir jetzt noch. Weißt du, ich habe gedacht, ich würde sauer sein, aber das bin ich gar nicht. Muy bien, Superstar. Mal sehen, was du mit dem Baby anstellst. Den parke ich in der Garage und fasse ihn nie wieder an. Bei nächster Gelegenheit. Ende. Wie weit ist das weg? Ja. Jetzt kann ich auch fahren. Darüber gefahren? Das würde ich mit diesem Auto niemals machen. Wer fällt ein? Mit einem großen Jeep hier. Goliath. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, hier sind. Ja, hier sind Autos vorgegeben. Ja, was ist denn da mein Bestes? Ich hab an... Okay. Wir probieren's mal. Ich kann leider meist nicht nehmen. Da müsste ich ein eigenes Rennen dafür erstellen. Wir nehmen einfach das Auto von Kent Block. Der in Frieden ruht. Ich gebe zu, ist er leider gestorben. So ein Rennfahrer gibt's nicht wieder. Ich muss zugeben, dass ich selten so viele Horizon Raptors und Grid Reaper Events gesehen habe. Ihr beide seid wirklich gute Rallye-Fahrer. Der einzige Vorteil von nächtlichen Veranstaltungen ist, dass ich mir alle Apex Predators Rennen ansehen kann. War mir ein Vergnügen, Mihira. Kurvenlage ist nicht gut. Geschwindigkeit und Bremsen sind gut, aber das Einlenken ist nicht so. Moment mal, was ist mit mir? Wir sind in meinem Revier, Compadres. Folgt meiner Rennlinie. Ich würde
bin ja froh, dass ich die Straße sehe. Ja, da musst du mehr einbremsen. Gut und griffig. Oder man muss mehr mit Handbremse spielen. Bei dem hier. Naja. Ist halt auch so ein bisschen so ein Driftauto. Jetzt bleibt die ganze Zeit dieser Hubschrauber hier in meiner Nähe. KI konnte aber nicht wirklich hier hinterher. Bei den anderen Strecken waren sie dichter. Es war im Vorgänger auch. Hast du eine lange Strecke genommen, hat sich die KI irgendwann verbuggt und die ist irgendwo außerhalb der Karte rumgefahren. Oder wenn du zu viele Runden eingestellt hast. So 50, 60 Runden und dann hat die KI gesponnen. Ganz komisch. Das hat noch gezählt. Oh! Zwei Räder fahren. Oh, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das Wetter ist schön heute, oder? Ich kann nicht glauben, dass du die ganze Serie im Regen gefahren bist. Er ist nicht immer ganz vernünftig, aber er gehört zur Familie. Westbomber. Oh, jetzt wäre ich was falsch gefahren. Lol, wo kommen die gerade hinter mir her? Die waren nur die ganze Zeit nicht da. Die veralbern mich. Oh Gott. Also drei KIs sind mir auf den Fersen. Die anderen irgendwie nicht. Ich glaube, bei den Goliath hier, da haben sie irgendwie alle Strecken aneinander jagen. Hui! Nach den Rennen kannst du das Auto wegwerfen. Weil die Räder und Achsen alles Schrott sind. Ah ja. Nur um das darzustellen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh, die sind dicht. Die sind dicht. Für das nächste Forza Horizon würde ich mir wünschen in Japan. Das wäre cool. Oder China. Irgendwas Asiatisches, das wäre schon geil. Angeblich kommt ja ein neues Test Drive. Das soll wohl in Hongkong spielen oder so. Ich glaube, irgendwie so war das. Irgendwas habe ich davon mal gelesen. Jetzt kommt Sand. Gut, dass ich das Auto hier genommen habe. Das ist praktisch ein Legendenauto jetzt.
durch keinen Block. Ich weiß gar nicht, ob das eine Lackierung ist, die ich drauf gemacht habe, oder ob das Auto so im Spiel ist. Ich glaube, das war sein Auto. Oder eins, von denen er gefahren ist. Oder Sponsorauto, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was da abgelaufen ist. 82%. Der fährt sich auf Sand richtig, richtig gut. Ja, ich verlenkt. Die Rechtskurve. Ziellinie fast erreicht. Konzentration. Ja, viel ist nicht mehr. Was denn sonst? Was nicht, bitten? Kommt nochmal eine scharfe Linkskurve. So, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, außer das Spiel bricht ab. Yeah, Goliath gewonnen. Und es war jetzt nicht wirklich schwer, wenn du das richtige Auto hast. Obwohl, die waren alle so meine... Es waren nur vier... Waren beim Start auch nur vier Leute? Ich hätte schwören können, es waren mehr KIs. Erfolg. 0,02%. Sequenz noch mit Kent Blocks Auto, wie geil. Das nenne ich einen echten Rallye-Champion. Tja, technisch gesehen hast du jetzt das Sagen. Was machen wir als nächstes? Warum tretet ihr nicht alle meinem Team an? Team Horizon. Gefällt mir. Ich mag es auch, Superstar. Nicht schlecht, aber lass mich erklären, warum ich denke, dass Grid Reapers besser ist. Rami! Okay. Ich habe ein gutes Gefühl. Nachdem der Druck jetzt weg ist, kannst du die restlichen Rallye-Herausforderungen einfach zum Spaß angehen. Und behalte auch die Festival-Playlist im Auge. Einfach zum Spaß. Ah, wir haben das Auto gekriegt. Juhu, cool. Noch was? Ah, da ist trotzdem noch was. Hier ist auch noch ein Auto. Ein Helm. Noch ein Auto. Okay, wir haben... Bei den blauen haben wir das meiste. Dann kommt lila und dann kommt orange. Oh, das sind alles noch Kleinigkeiten. Was ist das hier? Abzeichen. Oh, wir haben es auch freigespielt. Ja, ich werde es einfach anlegen. Dann. Ist nämlich von Camp Block die Nummer 43. Er hat wohl immer die 43 genommen. Okay. Gut. Ja, dann haben wir das soweit durch. Rally DLC. Nur noch Kleinigkeiten fehlen. Überall 3 Sterne noch holen. Ein paar Blitzer, Driftzonen, Zeug einsammeln. Im Großen und Ganzen sehr cool gemacht, sehr gut. Der Ort gefällt mir auch. Die Strecken, die Umgebung. Ich weiß gar nicht, was es jetzt einzeln gekostet hätte. Ich habe ja das Spiel aus dem Game Pass. Und habe mir damals den großen Pass noch geholt, dass ich alle DLCs kriege. Aber ich weiß nicht, was das einzeln gekostet hätte. Das kann ich gar nicht sagen. Aber wenn man sowieso Forza spielt und so,
Dann holt man sich das. Sehr, sehr schön. So, jetzt suchen wir noch jemanden zum Reden raus. Und das war's für heute. Oh Gott. Warte, warte. Wo ist mein Browser? Machen wir erstmal Spotty aus. Gott, hier ist auch noch Musik an. Ich muss mal ein Stück wegfahren. Immer bei diese Geländedinger hier sind immer. Jetzt ist es weg. Mann, die müssen ja Boxen haben. Gut. Ich höre immer noch Musik. Und heute sind aber noch einige on. Ich weiß auch schon, wohin wir reden. Wir werden... Ich muss mal kurz hier ein bisschen gucken. Wir werden die gute Sunny reden. Die hat mich heute Geburtstag, so wie ich mitbekommen habe. Und ich bedanke mich für die Lurks, für das Reinschauen, für das Schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich heute einen Follow habe, ich heute nicht gekriegt. Aber egal. Wie guten Revus, der war auch da. Pax war da, der ist sogar eingeschlafen. Dirkie war da. Dann war noch... Wo ist denn das alles? Ich überließ hier schon wieder irgendwas. Irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas. Egal. Dann mache ich mal hier fertig. Gut. Ich brauche mehr Tabs. Diesmal gebe ich den Raid-Command sofort ein. Für die, die noch da sind oder was mitnehmen wollen. Weiß ja nicht, wer noch da ist. Okay. Dann gehe ich gleich im Endscreen. So, kann ja immer noch reden. Lustige Geräusche von dem Spiel ist aus. Wait, beginn. Dann sehen wir uns gleich da. Muss dann nur noch ein bisschen laut machen. So, Leute, dann seid bis die Tage. Haut rein. Ciao.